So, liebe Medienkollegen und auch wieder liebe Zuschauer auf FCK TV, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Samstag um 13 Uhr bei Fortuna Düsseldorf. Ich begrüße unseren Cheftrainer Konrad Fünfstück und unseren Verteidiger André Fomitschow. Vorab noch die Information: Der FCK konnte 1.951 Tickets für das Spiel absetzen, also rund 2.000 Fans werden die Mannschaft in Düsseldorf unterstützen. Der Schiedsrichter der Partie ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald der DFB das bekannt gibt, veröffentlichen wir es wieder auf unseren Online-Medien. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Themen, nämlich zum Sportlichen. Conny, wichtiges Spiel. Was habt ihr euch für die Partie am Samstag in Düsseldorf vorgenommen? Ja, du hast es richtig angesprochen. Wichtiges Spiel. Ich denke, die Bedeutung ist uns allen bewusst, was uns in Düsseldorf erwartet. Wir treffen auf eine Mannschaft, die ja sicherlich für alle sehr überraschend im Tabellenkeller steht. Ich kann mich noch erinnern an die Pressekonferenz vor dem Spiel in der Hinrunde, als ich mitgeteilt habe, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Düsseldorf mit dieser Kaderqualität heuer sicherlich die Kurve kriegen wird und auch noch nach vorne marschiert. Das ist nicht so eingetroffen. Trotzdem, wenn man sich die Besetzung der Mannschaft anguckt, mit dieser ausgesprochenen Bundesliga-Erfahrung, dann ist das sicherlich eine Mannschaft, die da hinten gar nichts zu suchen hat. Für unsere Mannschaft ist es natürlich auch ein besonderes Spiel. Wir haben die letzten Tage auch uns einige Gedanken gemacht, wie wir mit der Situation umgehen. Wir haben gut trainiert, haben die Mannschaft darauf eingeschworen, was uns in Düsseldorf erwarten wird. Eine Mannschaft, die ja mit einer großen neuen Motivation antreten wird, mit einer Mannschaft, die es vor heimischem Publikum jetzt dann auch zeigen will, dass sie da hinten rauskommen will. Aber auch gegen eine Mannschaft, die gegen uns gewinnen muss. Denn nochmals, sie haben 7 Punkte hier Rückstand. Sie muss gegen uns gewinnen, um ranzukommen an uns. Und deswegen wissen wir da auch, dass da auf beiden Seiten Druck herrscht. Personell, Situation ist so, wie sie ist, nicht schön, aber auch nicht zu ändern. Wir haben mit Chris Löwe einen Langzeitverletzten. Wir haben mit Tim Heubach weiterhin einen, der auch wahrscheinlich bis Saisonende erstmal fehlen wird. Müssen wir sehen, wie schnell das geht. Und auch in diesem Spiel Markus Karl, der nicht zur Verfügung stehen wird aufgrund seiner Gelbsperre. Ja, das ist die personelle Situation. Die Mannschaft trainiert heute nochmal, wird morgen Abschlusstraining machen und dann Richtung Düsseldorf fahren und dann ein gutes Spiel abliefern. Das haben wir uns so vorgenommen und dann hoffen wir, dass es so in Erfüllung geht. Danke, Conny. Bis dahin, Schmidt, erst würde ich mal noch den André Fomitschow sprechen lassen und dann stellen wir die Fragen. Trainer hat es angesprochen, unheimlich wichtiges Spiel. Es gab zuletzt eine kleine Negativserie. Wie ist denn die Stimmung innerhalb der Truppe momentan? Was habt ihr euch als Mannschaft für die Partie in Düsseldorf vorgenommen? Ja, hallo erstmal zusammen. Ich denke, die Jungs sind hochmotiviert, diese Negativserie mal zu beenden. Die Stimmung ist gemischt. Wir haben jetzt mehrere Spiele in Folge verloren, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das Positive aus den letzten Spielen ziehen und ja, nach vorne schauen. Und wie gesagt, die Jungs sind motiviert. Wir wollen unbedingt in Düsseldorf punkten und wissen auch selber, dass es ein schwieriges Spiel wird.